Und damit auf ein neues zu einem weiteren Projekt. Und zwar M.Jo, der lächelnde Mann. Alle Musik geht schon ab. Ja, es ist mal ein Visual Novel, was schon eine ältere Reihe ist. Es kam heute die Demo raus, ihr seht es ja schon. Aber man bekommt jetzt aber nach der Zeit ein paar Kapitel freigeschaltet, die man auch in die Vollversion übernehmen kann. Deswegen schreiben wir Demo nicht in Titel. Wir gucken uns das Spiel an, wenn es uns gefällt, kaufen wir es vielleicht auch und spielen es ganz. Vielleicht sagen wir auch noch im ersten Kapitel oder noch im ersten Part keinen Bock, dann ist es nur ein Test. Ihr werdet es sehen. Wir kennen es nicht, wir gucken rein und gehen erstmal ganz kurz in die Einstellungen. Automatisches Speichern bei jeder Szene, meinetwegen. Lesende Sachen überspringen, Texttempo. Alles sofort, ne, ich möchte schon, dass es sich bewegt. Begriffe hervorheben. Wollen wir die Stimmen hören oder wollen wir die nicht hören? Was gibt's denn für Sprache? Ich denke, das wird Japanisch oder vielleicht Englisch sein, oder steht ja nicht. Wenn ich das vorlesen soll, würde ich es lieber leise machen. Leise oder aus? Ich kann es ja auch nur leiser stellen. Aus, denke ich. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Was ist das denn für eine Blume? Keine Ahnung. Bin ich raus. Ja, alles ausgedacht. Zufälle sind zufällig. Zufälle sind zufällig. Weise Worte. Es war einmal ein sehr schöner Morgen. Einer, an dem man ganz tief durchatmen möchte, um den Moment zu genießen. Guten Morgen, Herr Utsugi. Oh Gott, japanischer Name. Ich betrat das Detektivbüro Utsugi, um meinen Arbeitstag zu beginnen. Sind nämlich ein Detektiv? Ja, Ohio. Ah, oh, guten Morgen. Er hat doch tolles eine Stimme gehört. Na, wir haben hier die fünf Protagonisten ausgestellt, nicht alle. Aber okay. Tolles Wetter heute, nicht wahr? Wie wär's? Ach so, du bist das, ja. Wenn wir das Fenster öffnen und ein bisschen aufräumen. Der nichts einzuwenden hatte, öffnete ich das Fenster und da... Bist du auf Detektiv Conan so? Davon wird's Japan. Detektivbüro Utsugi? Utsugi am Apparat. Womit kann ich dienen? Hi. Ah ja, ach so. Verstehe. Ich mache mich auf den Weg, sofort. Geh ein bisschen auch ein bisschen leiser stellen vielleicht. Der Stimmlagen ist okay, aber mehr brauchen wir nicht. Was ist los? Wer war das? Aber jetzt wissen wir, es ist Japanisch. Nein! Moment. Hauptkommissar Kamada, er bittet um Unterstützung bei einem Verbrechen. Los, wir begeben uns zum Tatort. Hauptkommissar Kamada, alles klar, Chef. Ja, das klingt schon mal dafür, dass wir jetzt nicht mehr aufräumen, aber es sieht gar nicht so unordentlich aus. Vielleicht räumen wir da auf. Tatortreiniger. Alter. Aber hier stand nichts mit... Okay. Prolog, ein Gesicht. Wollte gerade sagen. Da stand nichts. Warum muss ich das immer so heraufbeschwören? Alter. Tatort. Ganz genau. Eine neue Folge von Tatort, auf geht's. Oh nein, meine Mutter guckt das immer noch. Und so fuhren Utsugi und ich zu einem Entwässerungspumpwerk in der Nähe von Kofuku. Also sind vom Detektivbüro Utsugi, richtig. Freut mich, dass Sie es einrichten können. Das ist doch selbstverständlich. Guck mal, wie der da links putzt. Alle nachdenken, Fragen zuhören. Wir denken erstmal nach. Was zur Hölle ist hier passiert? Was ist denn passiert? Ein Leichnam wurde gefunden. Wir haben heute Morgen einen anonymen Hinweis erhalten. Das Opfer war jung, ein Schüler. Immer wieder schlimm, so etwas sehen zu müssen. Wir machen nach der Reihe. Der Junge trug eine Schuluniform von einer der örtlichen Schulen. Mehr zur Identität wissen wir noch nicht. Ja, das Opfer wurde erdrosselt. Es ist also erstickt.
Gehen momentan ungefähr von 21 Uhr gestern Abend als Tatzeit aus. Habe ich noch etwas beobachtet? Also, ja, eines sollte man erwähnen. Dann was? Was ist denn mit ihm los? Also man muss jedes auch nur einmal drücken anscheinend. Nachdenken. Wo ist denn überhaupt Uzuki? Ich könnte ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Warte mal, das ist jetzt ausgegraut. Ah, du kannst ganz oben. Wir können jetzt rufen. Warte mal, nee, sind alle ausgegraut. Also können wir nichts davon machen. Uzuki! Solange Uzuki mit dem Polizisten spricht, kann ich mich ein bisschen umhören. Ermittlungen beenden. Okay. Nee, das ist das, glaube ich, dass du jetzt hier rausgehst und... Ja, was soll ich sonst machen? Ich habe ja alles abgesprochen da mit dem... Ja, speichern nochmal drüber zur Sicherheit. Du kannst die anderen wahrscheinlich befragen und zuhören. Ich kann nicht zur Seite gehen. Irgendwas musst du da noch können. Mehr haben wir zurzeit noch nicht. Die Spurensicherung ist noch nicht abgeschlossen. Das Opfer wurde mit einem Seil oder ähnlichem erdrosselt. Tut mir leid, aber mehr habe ich zurzeit noch nicht. Ja, doch, eine Sache habe ich noch beobachtet. Dann ja, sag's doch! Beobachtung. Ach ja, was denn? Ah, jetzt, okay. Ja, ich bekomme nicht täglich eine Leiche zu sehen. Erst recht nicht eine, die wie diese aussieht. Die wie aussieht? Also, ich kriege nur beim Gedanken daran Gänsehaut. So etwas habe ich noch nie gesehen. Teils? Ich kann es einfach nicht beschreiben. Sie sollten sich das Opfer lieber selbst ansehen. Kann sie es untersuchen? Wo? Oh, du kannst das selber gucken. Town? Was ist denn? Ist das auf meiner Uniform? Aber was könnten wir noch machen? Opferumgebung. Erstmal wo? Alarmfahrrad. Das Fahrrad ist eigentlich in gutem Zustand. Ob man damit noch fahren kann? Warum sieht das jetzt so realistisch aus? Da steht Sasaki drauf. Ob das vielleicht der Name des Besitzers ist? Illegal entsorgter Müll. Hier liegt ja jede Menge Müll rum. Einiges von dem Zeug scheint nicht mal kaputt zu sein. Ein... So. Was sich wohl hinter diesen Bäumen verbirgt? Strüpp. Die Grashalme sind nicht niedergetrampelt. Da ist niemand entlang gegangen. So gut, wir sind gerade noch ganz am Anfang, aber noch finde ich es relativ cool. Mal gucken. Da ist nichts Besonderes. Ja, aber der Boden! Ist Lava. Wenn ihr zwischen seinen Armen durchguckt. So. Na, ich muss kurz zu Bett. Gehen wir hin. Jetzt ist B. Der Polizist ist so angespannt wie alle hier. Sind wohl auf der Suche nach Fingerabdrücken. Gibt's noch was? Jetzt sind halt auch Klamotten, aber das zählt auch nicht. Ja dann... Umgebung? Zugi scheint sich gerade mit einem der Ermittler zu unterhalten. Opfer. Ja, können Sie mich zum Opfer bringen? Ich hätte nichts sagen sollen. Sind Sie denn befugt, um sich das Opfer anzusehen? Ich müsste das vielleicht zunächst klären. Okay.
Andererseits will ich meinen Vorgesetzten nicht nerven. Sie machen sowas ja nicht zum ersten Mal, oder? Ich würde sagen, wir warten ganz kurz auf Flo. Ich will das nicht ohne ihn machen. Oder ist er schon wieder? Nee, noch nicht. Ich habe nur die Polizisten. Der eine war angespannt, der andere sucht Spuren. Umgebung war einfach nur, Utsuki unterhält sich noch. Und jetzt hat er gesagt, ja, er kann es uns zeigen, weiß nicht, ob wir befugt sind. Er will seinen Chef aber auch nicht nerven. Wir machen das nicht zum ersten Mal. Zusammengefasst. Darf also hin, danke. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Nun, naja, Sie wissen schon, nichts berühren und so. Diese Frau. Moment, was war denn das? Bitte? Das hier ist ein Tatort, Kollege. Ihre Aufgabe ist, Neugierige fernzuhalten. Hat sie die letzte Option eigentlich angedrückt? Ja, das war aber nur, was sie unterhält sich noch. Also es ist so, Kommissarin Kuse, der junge Mann ist hier durchaus erwünscht. Ich kann das erklären. Ich kann das. Gut, da erstmal mein Name ist. Ich kann das erklären. Ja. Moment, bitte. Suchen wir uns ein besseres Plätzchen, um uns zu unterhalten. Also, wie war nochmal Ihr Name? Bitte gib deinen Vornamen ein. Ich will irgendwann da in dieser Liste stehen. Wahrscheinlich nicht. Passt. Verdammt. hast du einen guten Nachnamen? Vielleicht irgendwas, was zu Ermittler oder sowas passt? Boah. Adlerauge. Ich hätte ja sehr sowas gesagt wie Discord oder YouTube. Keine Ahnung. Nee, ich will irgendwas Passendes. Passend. Alibi. Weiß nicht. Alter, das sieht jetzt aus wie irgendwie so ein Ausländer. Nebenbei. Von der Dönerbude nebenan. Ich muss ihn doch vorlesen. Ja, das musst du. Er lautet Florian Alibi. Und ich bin nur auftraglich Detektiv Kuros Utsuki. Tante? Moment, ist es ein Privatdetektiv? Hat sie den hierher beordert? Nun ja. Ich will erst mal mit ihr reden, erst mal denken wir nach. Die Kommissarin ist ja ziemlich angespannt. Mir scheint, dass sie überhaupt nicht glücklich darüber ist, dass man uns Detektive herholt. Ja, so. Anscheinend haben sie ja Fragen an mich, aber dann beantworten sie erstmal meine Frage. Ansprechen? Ich will kein verlegenes Stammeln, sondern eine klare Antwort. Hä, hey, um was geht's denn? Sie ist wirklich sehr angespannt, der Stress steht ihr ins Gesicht geschrieben. Also? Mann, wie denn? Ich weine gleich. Oh. Warnschild. Hier noch ausgiebig umsehen, wenn sie wirklich dazu befugt sind. Ja, dann sag mir, wie ich dir antworte. Ja, irgendwo musst du das. Vielleicht musst du sie darauf wirklich wütend machen, bis sie. Ich
würde doch gern. Sag mir wie. Mama, du kannst sie doch irgendwie berühren, oder? Dann höchstens wo und dann auf sie. Diese Kommissarin Kuse greift ja knallhart durch. Zumindest nimmt sie die Sicherheit am Tatort äußerst ernst. Das hat sie nur. Kuse-kun, Gogro-sama. Kamera, war ja das ja, ne? Ja. Ah, Kuse, wie ich sehe, haben Sie den jungen Mann schon kennengelernt. Sah er nicht eben noch anders aus? Nee, das war der Hauptkommissar. Egal, den kannst du ja trotzdem sprechen. Oh, Hauptkommissar Kamada. Schön, Sie zu sehen. Oh, Sie haben doch sicher nichts dagegen. Gegen die Hilfe kompetenter privater Ermittler, oder? Das hier ist der Privatdetektiv Utsugi, unser Assistent Florian Alibi. Abgewisser Kamada! Oh, Utsugi und ich kennen uns schon ewig, stimmt? Na, nur schade, dass uns diese unschöne Sache wieder zusammenbringt. Oh, freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Kommissar Kuse. Entschuldigen Sie, dass wir hier Ihre Arbeit unterbrechen. Das macht gar nichts. Schön, Sie kennenzulernen. Es ist wirklich sehr seltsam, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns schon mal begegnet sind. Unwahrscheinlich. Ich habe bisher noch nicht mit Privatdetektiven zusammengearbeitet. Ich muss zurück zum Tatort. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, Kommissar Kamada. Oder ist eine Dame? Wollte ich gerade sagen. Puh. Oben sehen. Mir das Schild immer noch angucken. Da steht, dass das illegale Entsorgen von Müll eine exorbitante Geldstrafe oder 5 Jahre Knast einbringen kann. Und trotzdem liegt das hier überall rum. Die Polizisten dort scheinen nach Indiz hier in dem Müll zu suchen. Ja. Mal da. Nanja? Oh, was ist? Oh, mein Hosenlatz ist wohl offen. Was? Na, dann mal danke. Ich hab gerade so ein Déjà-vu. Der Hosenlatz. Ich kann später mit Utsugi im Büro sprechen. Na, der arme Kerl war noch so jung und traurig. Karl. Der junge Karl. Oh, traurig, das sehen zu müssen. Oder... Überrascht Sie das Verhalten? Nehmen Sie es nicht persönlich, Herr Alibi. Kuse leistet hervorragende Arbeit. Sie geht halt oft mit anderen hart ins Gericht, aber mit sich selbst auch. Ich hoffe, Sie nehmen das nicht persönlich. Nein, Herr Hauptkommissar, die Situation ist nicht einfach, ich verstehe das. Das ist schon wieder eine Frau. Kami, du bist zu spät dran! Wie, oh nein, nicht schon wieder. Was meinten Sie damit nicht schon wieder, Herr Kommissar? Na, das, was ich gesagt habe. Tut mir leid, Yunoko. Erst hatte ich meine Tasche vergessen, dann bin ich im Stau stecken geblieben und dann... Bist du betrunken, oder was? Und das kannst du dir vielleicht gerne Kollegen rausnehmen und ich bei mir. Hey, mach doch mal halblang. Ja, da kann man ja gar nicht zuhören. Holla, die Walfe macht ihn zur Schnecke. Entschuldigen Sie diese Vorstellung, hat nichts mit Ihnen zu tun. Dieser Kollege von Kuse tut mir schon ein bisschen leid. Kuse Kuse meint das nicht so, aber heute ist sie schon ziemlich extrem. Ich empfehle die Samthandschuhe.
Hat der Polizist nicht erwähnt, dass die Leiche des Opfers außergewöhnlich aussah? Du solltest mit Kuse sprechen, wahrscheinlich. Wenn ich sie irgendwie störe, schreit sie mich bestimmt an. Okay, jetzt kann man doch nicht. Weiter umgucken, wahrscheinlich. Ja, da gab es ja noch zwei Optionen. Oh, tut mir leid, vorher können sie sich das Opfer nicht ansehen. Mein lieber Scholli macht ihre. Ja, das war ich. Was sagst du jetzt zur Minna? Ich kenne okay. Minna nur als Spülmaschine, glaube ich. Das hat meine Oma immer gesagt. Minna? Muss mal die Minna anstellen. Zur Minna machen. Jemanden in erniedrigender Weise tadeln, jemanden grob heruntermachen. Die Redewendung so. Bezieht sich wohl auf die grobe Behandlung von Dienstmädchen Minnas. Ich kenne Minnesänger, die häufig unter besonders schlechten Arbeitsbedingungen zu leiden hatten. Google mal nur nach Minna, vielleicht auch Spielmaschine. Wie gesagt, das kenne ich noch. Wie gesagt, Dienstmädchen, Spielmaschine, gut, passt vielleicht auch ein bisschen. Oh, ist schon wieder zu. Oh nein. Yes. Ist die tosende Minna ist ein Synonym für Spülmaschine. Ja, gut. Tosende Minna hat sie nicht gesagt, aber. Veraltet für Waschweib bzw. Küchenhilfe. Ja, okay. Küchenminna, ja. Nochmal speichern, aber das bringt mir das auch nicht so wirklich. Bügeleisen nennt manche auch Dampfrost. Ja, du wirst schon irgendwas noch. Kannst du da irgendwas anklicken im Hintergrund? Kamera weiß bestimmt, wie die Leiche aussah. Opfer. Fragen, Opfer. Soweit ich weiß, ist der Zustand des Opfers nicht verzerrt beseitigt. Ja, allerdings, genau deshalb habe ich auch Herrn Utsugi eingeschaltet. Ah. Was soll das mit Utsugi zu tun haben? Ich wollte sicher gerne einen Blick auf das Opfer werfen und ich würde Ihnen den Gefallen gerne ermöglichen, aber der Leichnam ist verlegt worden. Die Gerichtsmediziner sehen ihn sich gerade genauer an. Und ich glaube, Kommissarin Kuse hätte was dagegen, wenn sie die Forensik bei der Arbeit stören. So ist Kuse nun mal immer ganz gewissenhaft bei der Arbeit. Ja, schon. Aber ein bisschen kann ich auf jeden Fall preisgeben. So haben wir die Leiche angetroffen. Ja, da sieht man richtig diese Riemenspur. Am Hals. In einem Seil. Und hätte die Maske auf. Die Tüte. Oh. Na, ich denke, wir sind dann hier fürs Erste fertig, oder, Florian? Denke schon, doch. Ja, hier zu Utsugi. Ja, tut mir leid, dass Sie extra für den weiten Weg auf sich genommen haben. Nicht der Rede wert. Wir hören voneinander. Oh, du siehst traurig aus, aber du musst nicht mehr weinen. Ich kann dir nämlich ein wenig Lächeln schenken. Und jetzt beginnt das Spiel erst richtig, oder was? Ja, wahrscheinlich.
Ich würde sagen, ich hoffe, dass jetzt nicht instant vorbei ist, aber das ist ein guter Zeitpunkt, den ersten Part zu beenden. Das war wahrscheinlich auch der Prolog. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaltet ihr die nächste Folge wieder ein. also nicht verpassen, ein Like da lassen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.